So, die Fahrer gehen in Position, die Pferde nähern sich jetzt hier in der Geraden der exakten Startposition. Somit geht es in Kürze los zum zweiten Trabfahren des heutigen Nachmittags. Und der Start ist in diesem Moment erfolgt. Start zum vierten Rennen mit Aston Martin an der Außenseite gleich in vorderer Linie gemeinsam mit Vasco Ass. So geht es zum ersten Mal am Ziel vorbei. Vasco Ass an der Innenseite mit Aston Martin. Die beiden Pferde fast Kopf von Kopf dahinter. Mon Amour in dritter Position. Dann viel Platz zu Holly Venturi vor Jan Hazalan in letzter Position. So ging es zum ersten Mal am Ziel vorbei. Die Pferde nähern sich bereits zum ersten Mal der Gegenseite mit Vasco Ass an der Innenseite für Aston Martin. Beide Pferde hier fast Kopf von Kopf dahinter an der Innenseite. Mon Amour vor Holly Venturi und am Schluss unverändert liegt Jan Hazala. Mitte gegenüber ist das Feld, keine Veränderung. Aston Martin außen, gemeinsam mit Vasco Ass an der Innenseite. Beide Pferde fast Kopf an Kopf, dahinter Mon Amour in dritter Position. Und dahinter Holly Venturi vor Jan Hassela. So geht es zum ersten Mal Ende der Gegenseite in den nächsten Bogen hinein. Alles noch dicht zusammen. Vasco Ass an der Innenseite ist knapp den Vorteil gegenüber Aston Martin. Aber beide geben sich nichts. Die laufen hier weiter unverändert Kopf an Kopf und gehen jetzt Kopf an Kopf in die Gerade. Und dann in Kürze noch einmal um die Bahn. Vorne alles dicht geschlossen. Vasco Ass mit Aston Martin. Dahinter Mon Amour unverändert. Auf dem dritten Platz vor Holly Venturi. Und schließlich Jan Hazelan. So geht es zum zweiten Mal am Ziel vorbei. Noch einmal um die Bahn. Alles dicht zusammen. Vasco Ass an der Innenseite mit Aston Martin. Mon Amour in dritter Position. So wird der nächste Bogen angesteuert. Vasco Ass, Aston Martin, Mon Amour. Keine Veränderung bei den vorderen drei Pferden. Dahinter innen jetzt der etwas bodengutmachende Jan Hassela vor knapp Holly Venturi am Schluss. Aber immer noch alles dicht zusammen, da die Pferde jetzt zum letzten Mal in der Gegenseite sind. Das Tempo wird etwas verschärft durch Vasco Ass an der Innenseite vor Aston Martin. Beide unverändert, Kopf an Kopf. Dahinter Mon Amour vor Jan Hassela an der Innenseite. Und dann schließlich am Schluss Holly Venturi. So nähert sich das Feld dem Schlussbogen Ende gegenüber und Vasco Ass ist weiter vorne. Vasco Ass an der Innenseite bringt das Feld gemeinsam mit Aston Martin, beide unverändert Kopf an Kopf in den Schlussbogen hinein. Vasco Ass an der Innenseite mit Aston Martin, Vasco Ass, Aston Martin, dahinter Mon Amour bleibt mit dabei. Die Pferde kommen jetzt in die Gerade und Vasco Ass an der Innenseite ist unverändert vorne. Aston Martin greift wieder an, Vasco Ass an der Innenseite für Aston Martin in der Barmitte, Aston Martin vor Vasco Ass, beide geben sich nichts. Vasco Ass an der Innenseite für Aston Martin, dahinter Mon Amour. Aston Martin vor Vasco Ass, Aston Martin, Mon Amour. Aston Martin gewinnt vor Mon Amour. Und dann wahrscheinlich an der Außenseite noch Holly Venturi oder Vasco Ass. Da müssen wir warten, auch da war es sehr eng. Und dahinter dann schließlich Jan Hazelan. So, jetzt sind es noch 2 Minuten bis zum Start. Start in 2 Minuten. Ja, am Toto nicht viel Neues, da wir in Kürze starten werden, dieses toll besetzte Rennen. 26 Irwisch, die Siegquote 34 Helios. 35 Run for the Roses, 59 Rick McDeval, der Vorjahressieger, und Max Spirit bei 67. Außenseiter bleibt die 2 Bao de Rio bei 179. Gleich geht's los.